Hallo und willkommen zurück bei God of War. In der letzten Folge haben wir den Krater in Vanaheim abgeschlossen zu 100% und haben der Story gefolgt. Jetzt sind wir haben die Story fortgesetzt und sind jetzt mit Atreus wieder in Asgard unterwegs und schauen, dass wir die Maske vervollständigen. Wenn das wahr ist, warum ist er denn nicht hier? Nur weil jemand nicht da ist, um sich zu verteidigen, ist er nicht gleich schuldig. Das ist doch ungerecht. Doch mit Großvater zusammen. Oh, ja, das beruhigt mich ungemein. Ich will damit sagen, vielleicht würde dir das Ganze gar nicht so komisch vorkommen, wenn du mehr als ein knappes Hallo für ihn übrig hättest. Fossetti geht der Sache nach. Die Wahrheit bald. Das hoffe ich. Ach, das war hier das Gespräch. Tja, zum Glück hast du das gehört. Oder tut mir leid, dass du das hören musstest. Schon in Ordnung. Ich glaube, reden will Sif mit uns sowieso nicht. Hi, Sif. Nein, möchte sie nicht. Und Trud auch nicht. Geh mal einfach weiter. Gut. Panik bringt nichts. Nutze sie. Heimdall ist tot. Du weißt nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Thrud hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerecht. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Finde Thor. Ihr geht nach Niflheim. Freut mich auch. Okay, dann ab nach Niflheim. Hey, Ingrid, weißt du vielleicht, wo Thor ist? Ja, dachte ich mir. Thrud, tut mir leid. Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Niflheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. Okay. Hier drin wahrscheinlich, oder? Ja, war doch klar. Ach, das ist draußen, nicht drin. In Hilheim habe ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist, Valkyrie zu werden. Du sollst wissen, dass ich das ernst meine. Hast du etwa... Und du lebst noch? Ich hab's noch nicht getan, aber ich mach's noch, sobald ich zurück bin. Du hast später noch genug Zeit, ihr zuzusetzen. Danke, Loki. Okay, ich schätze, Thor wird wieder beim Saufen sein, oder? Oder beim Kämpfen. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Warum? Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Na los, sie werden dich sonst nicht reinlassen.
Sieh dich um. Er ist sicher hier. Ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn. Dahinter, ich habe ihn schon gesehen. Schon gut. Hey, Thor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Was machst du da? Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen, ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater? Tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in zwei Dingen. Riesen töten und Mitpissen! Und jedem, der widerspricht, zeige ich Mjölnir. Gesicht zuerst. Das bist nicht du. Thor. Hugin, warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge. Mein Name ist... Was? Nein, ich... Oh, kommt schon. Nein, nein, nein. Ich schwöre, das war keine... Das genügt! Oh, wie ich das vermisst hab! Er kann es noch! Okay, es wird doch lustig. Los, weg von mir! Ich hasse diesen Ort! Töten können wir diese nicht, weil sie besoffen sind. Wir, glaube ich, besiegen sie nur ohnmächtig. Ich glaube, wir hauen sie einfach nur ohnmächtig hier. So. So, komm. Da ist Thor. Der säuft einfach weiter. Du könntest auch helfen, meinst du nicht? Das wäre für... Denkst viel zu viel. Ist das dein Ernst? Komm her! Komm, wir brauchen unseren Bogen. Die Tür ist genau da. Ja. Der ist down. Alter, Drew, du kannst echt gut kämpfen. So. Wo sind unsere Pfeile? Ja.
Komm. Komm. Ich kann einfach weiterschlagen. Alter, holy shit. Das ist so geil, ich bin bewusstlos. So. So, hier. Gut. Loki! Jetzt schieß! Wird das Odi nicht wütend machen? Die Einherja sind tot. Sie sterben nicht nochmal. So. So, Alter. Alter, das Gebäude steht jetzt gleich nicht mehr. So. Was, wenn du wieder anfängst? Sofort, stell den einfach. Nimm seine Arme, bringen wir ihn weg. Guter Kampf. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein, ist schon gut. Wirklich. Ach, ich muss ihn bewegen. Ach, ich gehe nach vorne, ja dann. Ich bewege das gerade. Ich dachte, es ist eine Cutscene. Ich bin stark, aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Bin schon fast da. Ja, man sieht, dass Trud eigentlich die ganze Kraft, die ganze Masse trägt. Steh auf. Frodi. Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf. Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Sehr großen Mist. Ja.
ich dir etwas Wasser bringen? Hm? Mir geht's gut. Hogan! Okay, unsere erste Kneipenschlägerei mit Atreus. Bringen wir es hinter uns. Willst du schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. Da lang. Stimmt, das ist das letzte Fragment sogar. So, hier. Das ist nicht der richtige Weg. Das ist keine Schatzsuche. Doch, für mich schon. Dieser Teil Nivelhims ist ganz anders als das Labyrinth damals. Wenn du durch Tirms Tempel gekommen bist, dann ja. Der Nebel bei Ibaldis Werkstatt ist richtiges Gift. Okay. Ach, das Nivelhim-Moment. Wir sind jetzt hier hinten. Aha, hier gibt es tatsächlich noch sehr viele Aufgaben. Aber bis jetzt haben wir nur den Arabenbaum. Und allgemein gibt es hier noch viel mehr Gebiete. War's das wert? Ich weiß nicht, wovon du redest. Gut. Ich hoffe, du weißt, was das mit dir angerichtet hat. Ich war betrunken. Nicht blind. So. Zu einfach. Müssen wir mal kurz hier hoch. So, Kisten. Wo lang jetzt? Da lang. Hey, wieso fliegen wir nicht einfach über sie zur Maske? Meinst du, ich will dich den ganzen Weg schleppen? Du bist stark. Bin nicht dein Lastig. So. So. Gut hier. Da. Blut blickt zu dir auf. Ich hoffe, du weißt das. Hier brauche ich keine. Finde einfach das Ding. Ja, du hast verstanden. So. Aber wir müssen da durch, Tor. Tor aufmachen. Sieht aus, als müssten wir durch diese Wand. Willst du? Ich muss erst noch was erledigen. Lass dir Zeit. Jetzt können wir gehen. Na, hast du jetzt den ganzen Alkohol rausgekotzt, hä? Loki, du versuchst immer wieder. Ich weiß nicht mal mehr, was du versuchst. Aber du hast keine Ahnung von der Scheiße, die ich durchgemacht habe. Ja, als Halbriese und Sohn eines Gottes mit unmöglich hohen Erwartungen. Woher sollte ich das wissen? Ja. Ihr seid nicht beide das gleiche Wesen, aber unterschiedliche Geschichte. Komm.
Gut. So. So. Weißt du, ich will hier gar nichts versuchen. Ich sage nur, dass wir nicht so verschieden sind. Ich habe keine Lust, über unsere Blutsbande zu schwafeln. Noch eine Eiswand. Thor, könntest du... Naja. Na gut. Nur eine Sache noch. Wenn du nicht du selbst sein kannst, glaubst du vielleicht auch, nicht deinen eigenen Weg gehen zu können? Kommt dir das denn gar nicht bekannt vor? So. Da. Und down. So. Gut, wo müssen wir lang? So, Moment. Kümmer dich um den, Loki. Wo gehst du hin? Einmal kurze Truhe sammeln. Und Geld. Gut, dann würde ich eigentlich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir das Maskenteil finden. Ciao. Euer.